Moin sind ihr Füchse da draußen. Hallo, was ist denn hier los? Und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Internetcafé Simulator. Da ist gerade schon die erste Meute an Gästen hereingespült worden. Guck mal hier, eine billige Tastatur, colorful. Wir sammeln gerade mal so auf dem Secondhand, was so gibt. Und machen uns heute dran, die nächsten Plätze einzurichten. Ich schau mal, so ein paar Angebote kann man sich ja mal mitnehmen. So. Heute würde ich sagen, bauen wir erstmal einen... Oh, hier möchte jemand einen Burger. Wenn du Glück hast, habe ich sogar noch einen. Ja, komm mal, den bringen wir eben dann doch noch hin. Heute wollen wir eigentlich den... das Versorgen der Kunden ein bisschen einstellen. Aber wenn ich es gerade sehe und da will jemand einen Hotdog, kommen, dann gönnen wir dem auch noch. Ah, Mist, wieder zu langsam gewesen. Scheiße, hier vielleicht jemand einen Hotdog? Ja, geil, wie nett. Hier, bitteschön, lass dir schmecken. So. Wir kümmern uns jetzt heute um den ersten weiteren Laptop-Arbeitsplatz. Es bleibt erstmal ein bisschen doch auf dem räudigen Niveau. Weil ich würde sagen, wir machen erstmal Masse statt Klasse und ersetzen dann im Abgang, ne, im Nachhinein. Das ist, glaube ich, schlauer. Deswegen nehmen wir jetzt mal wieder so einen, nicht unbedingt den kackigsten Stuhltisch, aber schon relativ billig. Also nehmen wir mal ruhig den und einen Laptop. Dann nehmen wir... Ja, muss schon ein bisschen was gehen, ne? Den Druck muss da schon drauf sein. Den und halt einen Stuhl und da auch nicht den behinderten Kackstuhl, sondern ruhig ein bisschen, Leute sollen sich wohlfühlen, den. Okay, passt erstmal. Und dann können wir eigentlich pro Tag so einen Arbeitsplatz einrichten. Viel mehr wird nicht drin sein. Moin, ich muss mal eben durch. Du pass auf, ne? Naja, Kohle muss nämlich hier rein. So, Achtung, vorsichtig. Erstmal die Ware reinbringen, damit nicht irgendwie ein Dieb das draußen hier klaut. Ihr kennt es, ihr wisst es, ihr liebt es. So, Stelle. Wie machen wir es denn am schlausten? Ich würde sagen... Tja, machen wir wieder zwei nebeneinander hier. Komm doch, packen wir den da hin. Stelle. Hier ist der Stuhl. Stelle. So, die kriegt man nämlich so einen Laptop-Arbeitsplatz, kriegst du halt easy an Start. Ne? Zwei Laptop drauf, fertig ist die Luzi. Schon kann hier wieder einer bei. Oh, scheiße. Scheiße, Bruder. So, zack, wieder ein Desktop ready. Und wir haben jetzt noch 4,799. Da geht ja vielleicht sogar noch ein bisschen was. Ich würde aber sagen, bevor wir da rangehen, holen wir uns noch eine zweite Arcade-Machine. Ich weiß gar nicht, ob das Kohle bringt. Wie ist denn momentan? Hier ist es warm. Hier ist es sogar kalt. Hier ist es warm. Dann können wir ja eigentlich den einen wegnehmen und packen den dahin. So, guck mal. Und schon geht's dir gut. Okay. Dann machen wir weiter. Ich bestelle mal wieder einmal in der Küche alles, was so geht. Zutaten bitte. Oh, ist das schon wieder soweit? Ich kann hier nicht arbeiten, wenn mir da der Rechner abkackt, weil ich gehackt werde, ne? Was gucke ich mir denn immer für Seiten an, dass ich alle Nase lang gehackt werde? Verstehe ich gar nicht. Dürft ruhig ein bisschen länger bleiben. Ich brauche die Kohle, wisst ihr? Die Kohle kann ruhig rein. Die bleiben halt an besseren Geräten länger sitzen, ne? Wenn ich so einen dicken Gaming-PC da habe, dann bleiben die da länger. Das ist einfach so. Du, irgendwas zu essen? Nö. Er ist hier Arcade am Zocken. Na? Alter, man muss sich auch mal entspannen, ne? Ja, ja, bin da ganz bei Ihnen. Brauchen Sie nicht schämen. Oh, es geht wieder. Wie der Fehlersound uns mitteilt, geht's wieder. So, Koks, 4 Stück. Energy, 4 Stück. Wasser. So, und dann einmal ein bisschen Bestellungen machen. Davon 2, 2, 2, 2, 2. Lager ist voll, kann abgehen. Es kann abgehen. Ja gut, dann gucke ich mich mal wieder ein bisschen um. Wir müssen jetzt halt wieder ein bisschen Geld sparen, bis wir den nächsten Laptop-Arbeitsplatz einrichten können. Und derweil kann ich natürlich gucken, ob irgendjemand etwas möchte. Bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, sehr schön.
Bei Ihnen alles gut? Okay, er sitzt ein bisschen im Schreibtisch drin, aber es geht ihm gut. Guten Tag, hallo. Bei dir auch alles gut? Sehr schön. Dann kümmern wir uns mal darum, den nächsten Laptop-Arbeitsplatz schon mal einzurichten. Da holen wir uns erneut einen brauchbaren Stuhl. Den hier. Und unter Tabellen einen brauchbaren Tisch. Tabellen ist einfach immer noch grandios. Zack, okay. Kohle kommt rein. Beehren Sie uns bald wieder. Einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen. So, es geht voran. Dann nehmen dann dahinter zwei Gaming-Rechner wieder. Da werden wir ein bisschen länger sparen müssen, weil so eine Gaming-Machine kostet dann halt eben 4K. Ja, das ist so. Aber langsam kommt ja die Kohle rein, muss man sagen, ne? So, Iron Chair. Müssen wir eben durch hier, dankeschön. Buff. Darf ich eben überholen, dankeschön. Hier müsste gleich noch ein Tisch reinkommen, sehr gut. Guten Tag. So, stelle den Tisch. R, so. Mit ein bisschen Abstand ruhig, die müssen ja nicht so komplett aufeinander sitzen, ne? Stellen. Wunderbar. Wie ist es hier mit der Wärme? Es ist hot. Das heißt, wir können da direkt schon langsam starten und auch ein bisschen an Lüftung wieder denken. Ne? Das müssen wir rechtzeitig machen. So, kann ich jemandem hier etwas Gutes tun? Hier möchte jemand einen Hotdog. I got you covered. Eben das Hotdog gegönnt und eben schnell dahin stellen. Okay. Sonst noch jemand? Was vor allem, ey, ich kriege schlechte Bewertungen. Ne? Ich bekomme schlechte Bewertungen, obwohl ich die Leute hier am Platz bediene. Das ist ja verrückt. Einen wunderschönen wünsche ich dir. Boah, ich habe selber ein bisschen Hunger. Kann ich meinen eigenen Hotdog essen? Geht das? Wäre irgendwie sinnig, ne? Brauch noch einen Laptop. Wir haben auch genug Geld für noch einen Laptop. Ja, ich sehe dich ganz genau, Digga. Hau ab. Da war wieder ein Dieb und wollte mal gucken, ob mein Lager nicht vielleicht noch ein paar Sachen für ihn bereit hat. So, The Mazer. Dann brauchen wir nochmal wieder einen Laptop. Ruhig ein bisschen was Diggeres. Hier, guck mal, das dickste Ding. Der Gaming Z6. Ah, freuen sich die Leute. Zack. Kohle geht raus. Ruhig mal ein bisschen was investieren, ne? So, während wir warten, dass der kommt, kann ich ja mal eben bei meinem Lieblingsnahrungsversorger ein bisschen was essen. Dankeschön, ich wünsche dir noch was, ne? Das Essensmechanik ergibt auch einfach so überhaupt keinen Sinn. Warum? Warum muss ich essen? Also, klar, muss man essen, ja, aber warum? Warum? So, stelle den... Oh, holy shit, das ist mal ein ordentlicher Gaming-Laptop, ey. Da geht was. Gut. Was sagt die Temperatur hier? Ist es auch schon an der Zeit für noch eine Klimaanlage? Ah, er sagt hot. Da würde ich sagen, können wir hier noch eine Klimaanlage ranbasteln. Eine noch. Und dann ist auch erstmal gut. Ja, danach zwei normale Gaming-Plätze. Zack, Klimaanlage. Nimm ruhig gleich die teure. Was ist denn billig? Kram, da ist... Kaufst du billig, kaufst du zweimal, es bringt dir doch nichts. Weißt du, es bringt doch nichts. So, während wir auf unsere Lieferung warten, schauen wir natürlich mal wieder nebenbei, ob ich jemandem etwas Gutes tun kann. Bei Ihnen alles in Ordnung? Wie geht es Ihnen? Mhm. Hier ist nicht besetzt. Alter Junge, das... Ei. Du wolltest aber auch ganz nah da in die Frau reingucken, ne? Der wäre ganz nah bei. Er wäre ganz nah ran. Scheiße, Bruder, Junge. Was ist denn los? Alter, wie die alle in den Dingern drin sitzen. Das ist zu witzig. So, vorsichtig, müssen wir bitte hier durch eine Klimaanlage nach drinnen bringen. Sehr schön. Ich habe hier noch Klima für euch. Wo packe ich die denn mal am besten hin? Hier so? Stelle die Klima. Zack. So, gönnt euch. Da möchte jemand einen Hotdog. Sehr wohl, sehr wohl. Stelle das Hotdog. Bam, bam. Kann ich sonst noch jemand etwas Gutes tun, wo ich gerade unterwegs bin? Er ist ja noch hart am Porn genießen. Sehr schön. Hier wird gezockt. Wie sieht's hier aus? Hier wird auch gezockt. Vernünftig, vernünftig. Guten Tag. Guten Tag.
Hallo. Wir sollten auf jeden Fall jetzt dann langsam erstmal wieder ein bisschen runterfahren, weil wir wahrscheinlich morgen wieder irgendwelche Rechnungen bekommen. Sollten wir schon ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu krass wird. Wie sieht's hier aus? Guck mal, hier ist mal wieder ein Fernseher im Angebot für unsere zwei Konsolenplätze. Nicht verkehrt. Nehmen wir gleich mit. Komm. Und bei zwei Fernseher brauchen wir nur noch zwei Fernsehtische. Mit Glück reicht einer, wo wir zwei kleine Konsolentische davor packen. Dann hätten wir doppelt so viel. Ich guck mal eben. Jemand irgendwas essen hier, wo ich gerade langlaufe? Nein, hier ist alles gut. Hier wird gedaddelt. Sie sind fertig, okay. Hier wird gezockt. Hier wird gezockt. Das läuft doch hier. Dann kaufen wir doch mal eben noch so einen Fernsehtisch. Tabelle meine ich natürlich. Eine Fernseh... Hinstelltabelle. Also, dann brauchen wir hier einen Tisch fürs Fernsehen. TV-Table, 840. Zack. Morgen kommen dann die dicken Rechnungen, ich sag euch das. Morgen werden die dicken Rechnungen kommen. Darf ich einmal bitte durch hier? Dankeschön. Ja, ich sehe dich ganz genau. Verpiss dich hier. So. Das ist mein Frachtraum. Also eine Palette, die einfach davor steht. Frachtraum. Wer kennt's nicht? So, aber mal gucken. Alter, sie haben auch ein Outfit an, du, meine Herren. Dann stellen wir mal den TV-Table. Ich hätte den gerne bitte etwas gerader hingestellt. Also ich finde es ja, die Norm, ihr wisst ja, die Normik ist ja so mein Ding. Aber es darf dann doch ruhig so aussehen. Warte mal, vielleicht sogar, komm nochmal wieder her. Vielleicht ist es sogar besser, wenn ich den hier hinstelle, so in die Mitte. Dann kann ich nämlich ein Fernsehen hier hinstellen. Ah, warte. Das ist so eine Idee. So. Seht ihr das? So haben wir zwei Fernseher auf einem Gerät. Wie schlau ist das denn? Wie schlau ist das denn? Jetzt müssen wir nur gucken, ob das geht. Wir brauchen natürlich auch Konsolen und so, das kostet wieder eine Menge. Ein Hotdog, sofort. Ich müsste mal bitte hier durch, dankeschön. Wir haben langsam Engpass, wir brauchen langsam einen zweiten Eingang. Sie waren das mit dem Hotdog, ne? Bitteschön. Genießen Sie Ihren Porn. Du möchtest einen Energy Drink? Einen Moment, oh. Das sind diese Dosen hier. Bitteschön. Kann ich Ihnen etwas Gutes tun? Ey, der Laden wird weiterentwickelt, ja. Und ich schaffe es... Alter. Er hat sich auch extra ganz nah unter das Ding gesetzt, damit er auch, ja, sich befasst, also mit sich selbst beschäftigen kann, ohne dass es jemand merkt, oder? Komm schon. Guten Tag, hallo. Hallo. Wir investieren, würde ich sagen, direkt nochmal wieder. Es ist wie spät? Zwar, ah, es ist gleich Schluss. Dann investieren wir heute nicht mehr. Wir warten jetzt noch den Arbeitstag ab. Und dann können wir morgen... Zwei Konsolen kaufen, zwei Konsolentische, zwei Konsolen Gamepads, dann haben wir weitere zwei Plätze hier. Krass. Hier noch alles gut, ja. Ja, ja, lassen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich Zeit. Wir haben es nicht eilig hier, ne? Oh, hier möchte jemand noch eine Coke. Ich versuche mich zu beeilen. Die Coke-Dinger, die sehen mir nicht so nach Cola aus. Die sehen irgendwie aus wie so ein Lightbier oder sowas. Deswegen kriege ich das nicht gebacken. Hier, bitteschön, eine Coke für Sie. Sonst noch jemand hier? Ich glaube, zum Zugucken ist das hier echt ein bisschen stressig, oder? Weil ich mich so viel drehe und so viel durch die Gegend renne. Aber man muss halt schnell unterwegs sein, wenn man seine Gäste immer bestmöglich versorgen möchte, ne? Ich will ja, dass sie sich hier wohlfühlen. Die sollen sich wohlfühlen. Und dann geht es schon. So, wir können eigentlich, wo wir gerade nochmal dabei sind, unter Samazor, noch ein paar Poster kaufen. Wo sind die Poster? Alter, scrollen hier drinnen, das schockt echt nicht. Hier, Poster. Und zwar dieses, dieses, dieses und dieses hier, weil es einfach so gut ist. Eben ein paar Poster gekauft, damit wir das hinten in unserem nächsten Raum auch wieder noch ein bisschen nerdiger machen können. Hatte ich hier nicht ein Poster hängen? Das habe ich inzwischen dahin, weil das mir geklaut worden ist. So, Laden schließen. Eben die Poster noch wieder aufhängen. Stellen. Ich möchte, dass es hier auch ein bisschen gamermäßig aussieht, deswegen. Ein paar Poster müssen wir noch aufhängen. Es ist noch nicht schön genug hier. Stellen.
einfach ein bisschen die Nerdigness raushängen. Wir sind hier eine Gamer-Familie hier sozusagen, ne? Wunderbar. Das packen wir doch hier hin. Damit sich die Leute einfach ein bisschen wohler fühlen und das hier nicht so, ne? Nicht so aussieht, wie es aussieht. Hier habe ich noch eins. Zack. Wunderbar. Das sieht ja schon ein bisschen blöd aus, aber ist auch egal. So. Alles klar, der Tag ist rum. Es war mal wieder ein sehr produktiver Tag. Wir haben viel Geld verdient. Wenn man überlegt, wie viel wir auch ausgegeben haben, ist das echt kein schlechter Tag gewesen. Vinny, ich wünsche dir was, ne? Komm gut zu liegen. Bis morgen. Eben nochmal kurz über den Gebrauchtmarkt geschlendert und geschaut, aber hier scheint nichts Wichtiges mehr zu sein. Nee. Dann ab ins Bett. Wir müssen zu liegen kommen. Und dann geht's morgen munter weiter, hätte ich gesagt, ne? Hätte ich mal so gesagt, oder was? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Oder was? Ja. Bin ich dabei. So. Rin hier. Türchen geschlossen. Bettchen. Zack. Du schläfst bis zum Morgen. Oh, Gott, dieses Geräusch. Ich habe inzwischen so eine Apple Watch am Start und ich muss echt gestehen, kann ja von diesem Apfelkonzern halten, was man möchte, also preislich. Bin ich da ganz bei euch. Aber diese Vollintegration, ne, dieser Produkte, die so ineinander greift, wenn du das passende Handy noch dazu hast oder dann noch so ein MacBook, das ist schon, das hast du halt sonst nirgendwo. Und das Ding, guck mal, hier gibt es wieder einen Stuhl im Angebot. Ah, scheiße, da muss man, oh, scheiße, Bruder, Gaming Chair, scheiße, Bruder. Geil, mitgenommen, egal. Und das Ding vibriert einen wach, diese Uhr. Das heißt, du hast nicht mehr diesen regulären Wecker, sondern es vibriert dich wach. Könnt ihr euch das vorstellen, wie cool das ist und wie geil das funktioniert? So, warte mal. Stellen erstmal hier hin. Dann nehmen wir nämlich diesen Stuhl, packen den weg. Packen den hier hin. Und hier kommt der Gaming Chair hin. Das muss genutzt werden. Alter, gönnt euch. Das bringt mein Ding in ein neues Level. So, ich öffne den Laden auch direkt, weil Kohle muss rein. Wir können ja auch putzen, während die Leute hier schon drin rumlaufen. Das spielt ja keine Rolle. Hoffe ich mal. Ich hoffe nicht, dass der Clean-Stand beim Öffnen einmal als feste Variable gespeichert wird und dann hast du verschissen. Das wäre blöd. Ich hoffe nicht. Aber bis die ersten Kunden kommen, habe ich hier alles durchgefegt. Das ist gar kein Problem. Aber wir müssen ja Geld verdienen, ne? Kohle muss rein. Ja, auf jeden Fall lasse ich mich jetzt immer von meiner Uhrwache vibrieren und seitdem klingelt mein Wecker nicht mehr und es ist einfach herrlich. Es ist einfach herrlich. Vor allen Dingen, wenn du dann halt eine bessere Hälfte hast, die länger schläft. Gerne länger schläft. Und ich bin immer so, ich muss mich immer mindestens eine Stunde vorher schon mal wecken lassen, damit ich dann noch eine Stunde dösen kann. Optimal. Optimal. So. Laden ist am Start. Leute sind da. Ich versorge uns nochmal wieder mit Essen. Was haben wir denn noch auf Lager momentan? Wasser, Burger. Eigentlich ist alles noch da. Und eigentlich nichts Neues kaufen. Ne, Hotdogs sogar. Ne, alles da. Okay, jetzt gucke ich mal, wie es um Rechnungen bestellt ist. Da ahne ich Schlimmes, aber ich sehe, alles ist abgehakt. Nein, läuft. Dann können wir uns ja heute dran machen, weiter aufzustocken. Dann brauchen wir jetzt ein Game Console Table. Uff. Und eine Game Console. Ja, ja, ich weiß, ich habe wieder gewonnen. Schon wieder, ey, ist verrückt. Wo sind denn Konsolen? Da, Spielkonsolen. Dann nehmen wir die. Alter, das kostet aber auch wieder, ne? Aber bringt die Leute rein. Die und dieses Gamepad. Na, wenn das mal zusammenpasst, Alter. Habst du das Gefühl, nicht so unbedingt. Aber egal. So, bei allen, bevor irgendein Dieb hier was klaut. Game Console Table. Darf ich mal bitte durch? Dankeschön. Dann, ganz schnell, bevor so ein Dieb mir hier noch die Konsole klaut oder so. Das wäre nämlich krass. So. Ist immer durch, dankeschön. Und das Gamepad. Solange das in der Bude drin ist, kannst du sicher sein, ne? Dann klaut das auch keiner mehr. So. Oh, ist schon wieder so weit. Ja, Hahn. Ist doch eindeutig ein Xbox-Controller. Den wir jetzt mit einer PlayStation 3 verbinden, ey. Oder 4. Das wird gut.
Meine Lieben, ihr hört den Hornkrähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.